Hier sehen wir, dass also Ibn Mas'ud war ersichtlich erschöpft, Mesh. Aber er hat es gelassen, sich hinzusetzen aus Respekt und Anstand gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und daraus entnehmen die Fuqaha sagen, dass man aus dem Hadith entnimmt, dass die Mukhalafa des Imam, also das Widersprechen des den Handlungen des Imams im Gebet zu widersprechen, eine Form des Su'ul Adab ist. Su'ul Adab, das heißt, eine Form des schlechten Benehmens im Gebet. Aber sie sind sich auch einig darin, dass wenn ein Mitbetender, sei es in Pflicht oder im freiwilligen Gebet, nicht mehr in der Lage ist oder es ihm unheimlich schwer fällt, nicht aus unheimlich schwer im Sinne aus, weil er träge oder faul ist, sondern körperlich bereitet es ihm Schwierigkeiten, dass es ihm erlaubt ist, sich dann hinzusetzen und weiter zu beten im Sitzen. Das ist auch legitim.